Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Projekt Cast. Natürlich weiter mit meiner Wichtigkeit. Glamour, wir machen weiter. Es müsste eigentlich wieder Caterham kommen, gehe ich voll aus. Jawohl, drittes Rennen. Und los geht's. Teilnehmen. Rennort Vereinigtes Königreich, Länge 2,65 Kilometer, Kurven 5, Alton Park. Kenne ich nicht. Namen kenne ich nicht. Also es gibt ja Rennstrecken, da sagt man, oh ja, die ist das alles klar, weiß Bescheid, Alter. Aber die Strecke kenne ich, ja. Aber halt die Namen sagen einem nichts. Wenn ich sage Silverstone, Alter, dann sagt alle, ja, ja, kenne ich. Hockenheim kennt jeder, ja. Und da habe ich, hat er ein Cabrio. Hat er, Junge. Hat er hier. Hat er offen, ja. Hat er Klima? Nein, Klima hat er nicht. Gut, ist ja offen. Ja. Hada, Junge. Hada. So. Auch wenn die mit rumspasten. Und dann Gas und Spaß machen. Aber ich möchte auch wieder was Neues fahren. Oh. Jawohl, jawohl, jawohl. Oh! Okay, das, genau. Das hatten wir ja auch mit dem R8, sind wir hier, glaube ich, gefahren. Oder so, da konnte man da ja richtig rausbeschleunigen. Hier kommen wir mal richtig rum. Jawohl. Komm, Baby, zieh. Ich finde die Leistung das Ding erst ab 6000 Umdrehungen. Triebe ist viel zu lang. Guck mal, was der dann durchzieht. Ja, also wenn der bei 6000 ist, dann brüllt die Sau richtig hoch und dann geht das auch. Er dreht viel, viel schneller dann ab 6000. Die Gänge sind zu lang übersetzt. So schade, dass ich mal das nicht umstellen kann. Oh, wir sind Platz 1. Einmal fahre ich aber noch. Das muss hier einfach sein. Die Runde ist jetzt ja auch nicht so wahnsinnig lang. Weil so würde immer im Video ein Quali, ein Rennen, Training, Quali, Rennen zusammen sein. Wie gesagt, schreibt es mir bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob das so wirklich besser ist jetzt, die Videos. Oder sagt ihr, nein, Gabu, üb ruhig so lange, wie du das brauchst. Ja. Und bei Formel 1 wird es wieder genauso sein wie in echt auch. Einen Tag gibt es Training, einen Tag Quali, einen Tag Rennen. Also da werde ich das Prinzip beibehalten. Jawohl, Leute, das ist okay. Wir sind richtig schnell. Wir sind gut 2 Sekunden schneller wie der Gegner. Lass mal rauschen. Oh, dritter, vierter. Oh, wir sind echt nicht so schnell. 1,15 fahren die. Aber wir müssen noch ein bisschen schneller werden. Also Bestzeit ist 1,15,9. Wir sind 1,16,8. Also wir müssen gut eine Sekunde schneller werden.
Alles klar. Gut, das schaffen wir in der Quali. Ja. Oh. Mama, ich rechne dir den Arsch zu, Mama. Klasse, Ingo. Was böllte. Also eine Sekunde schneller. Oh, ja, ja. 1.15.8. Ja, bei Regen auf gar keinen Fall. 1.15.8. Oh. Da sind solche Bremshuckel drinne. Das war gerade nicht lustig. Das war nicht lustig. Na 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 na. Das war nicht lustig. Na, Feuer frei. So, was war das jetzt? Hä? Jetzt ganz ehrlich, dieser neue Anzeigetreiber von Nvidia, der geht mir so richtig auf die Eier. Ich habe seitdem übelste Probleme. Aber jetzt ist alles wieder Paletti. Es war wieder Anzeigetreiberabsturz. Also ich werde gleich, wenn ich das Rennen fertig habe, wieder den alten drauf machen. Das ist grauenvoll, Leute, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Richtig grauenvoll. Hat er mir unten angezeigt, Anzeigetreiber wieder abgestürzt. Katastrophe hier. Da habe ich gerade Scheiße gebaut. Ja, ich reg mich gerade wieder innerlich auf, Leute. Rundenzeiten die nächste auch. Ja, nee. Warum die nächste auch? Oh. Liebe Spieleentwickler, ihr müsst das ändern. Das ist Bullshit. Das ist einfach so, Leute. Das ist so ein Bullshit. Ich verstehe die da auch nicht. Dass mir die Runde aberkannt haben, war eigentlich auch Bullshit, weil ich ja eh langsamer war in dem Augenblick. Also, naja. Wenn das Fahrverhalten nicht so toll wäre von diesem Spiel, dann hätte ich es auch schon längst in eine Tonne getreten. Muss ich euch ganz klipp und klar sagen dazu. So, jetzt können wir erst wieder eine Zeit fahren. Aber wie gesagt, das Rennen haue ich damit rein in das Video. Da gibt es jetzt kein Pardon. Dafür mache ich ja kürzeres Training.
Und dass ich jetzt mehr Quali fahren muss, lag ja in dem Sinne an mir, weil ich da den Fahrfehler gemacht habe. Klar, dass das Spiel mir dann 2 Strafen reinhaut, das ist dann auch in dem Sinne trotzdem mein Fehler. Das Spiel sieht das halt so vor und ich darf halt keine Fehler machen. Mit dem Auto musst du ganz feinfühlig lenken. Wenn du das machst, dann rutscht der Popo hinten nicht so. Diese Laufbremse, das ist, seit wo jetzt der Anzeigetreiber gerade von abgespackt ist. Ich muss das gleich erstmal wieder alles umstellen, den anderen drauf machen und dann sollte das gehen. So, was haben wir jetzt hier? Neue schnellste Runde. Strike. Zurück zur Box. Aber wirklich ganz schön knapp, Leute. Oh, 2. Dritter. Dritter. Dritter ist okay. Dritter ist okay. Weiter zum Rennen. Okay, fahren. Wow. Gang rein. Gang rein. Ich mach keinen Gang rein, Mutti. So, den blauen holen wir uns jetzt hier. Ganz kurz anbremsen innen. Ja, schubst mich, du. Penetriertes Arschloch. Fährst mir nur hinten in die Karre. Wir sind 12. vom 20. Alles klar. In 4 Runden jetzt Aufholmanöver hier. Ihr sehen könntet, wie ich mich gerade hier aufrege, Mama. Beschleunige doch, bitte! So. Jetzt kriegen wir es aber. Komm, beschleunige, Baby. Komm. Jetzt aber. Es war Glück, dass da hatte ich gerade Lucky Day. Aber richtig Lucky Day. Komm, wir müssen noch schneller werden hier. Ich komme, mach Platz da, hier kommt Mr. Bean. Mr. Bean, Mr. Bean, Mr. Bean und Teddy Bear. Ich bin Mr. Bean, Mr. Bean mit seiner Mini Cooper. Kommt auch aus England. Also. Mr. Bean, Mr. Bean, 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 Mr. Bean. Ich war es nicht. Nein, das war die Schuld von dem da.
Ich wollte zu viel. Jetzt muss ich das alles wieder gut machen. Schaffen wir nicht. 17 da. Aber wenn ich Glück habe, kriege ich vielleicht die drei Vollpfosten da noch vor uns. Oh, der macht Platz. Was ist das denn? Jetzt zieh mir vor die Nase, du kleine... Boah, Leute. Fahr doch geradeaus. Ja. Also das ist ein Rennen zum Vergessen. Aber ich muss auch ganz ehrlich, ich sag immer, ganz ehrlich, mir geht das mit Nvidia ganz schön auf die Eier mit diesem fucking Treiber. So. Da hauen sie einen schönen Treiber raus und was weiß ich. Und seitdem geht gar nichts mehr. Gleich erstmal alles ändern hier. Ich wollte das gestern eigentlich schon ändern, aber ich habe es heute Morgen wirklich vergessen, das zu machen. Fuck, ey. Komm, Baby. Ich sehe nichts. Mach die Scheiben wie Jean. Scheiße, Leute, letzter. Also richtig fett abgelost, ja. Oh Mann. Nein, ich weiter. Ja, das ist meine eigene Schuld. Ich wollte einfach zu viel. Und wir müssen die Meisterschaftspunkte sehen. Ja, wir haben 50 Punkte gegenüber immer noch 27 Punkte. Also, ja. In dem Sinne hat ein ganz anderer gewonnen. Dadurch haben wir immer noch genug Vorsprung, um das letzte Rennen vernünftig nach Hause zu fahren, um ein bisschen Points, ein bisschen Kohle reinzubringen. Hey Kevin, es sieht so aus, als ob du draußen ein paar Dinge schiefgelaufen sind. Ich habe das Teambesprechung einberufen, um zu verstehen, was wir in der Zukunft verbessern können. Lass uns daraus lernen. Toll gemacht, das war, ja, alles klar. Ja. Ich sage damit vielen Dank fürs Einschalten und sorry für mein Ablosen gerade. Aber ich halt so. Ja, bis morgen, dann machen wir es besser. Bis dann, erstmal neuen Treiber, dann nehme ich weiter auf. Ja, bis gleich. Tschüss.